Tesla gestern mit einem Paukenschlag nach den Earnings. Es ging über 12% nach oben und wir werden uns heute anschauen, warum ist Tesla eigentlich in den letzten Monaten um 66% gefallen? Warum ist Tesla nach den Earnings um über 12% gestiegen? Wie geht es weiter und welche Kursziele gibt es für Tesla? Das und noch viel mehr in unserem neuesten Video. Ja, gucken wir uns zuerst einmal an, du hast es schon gesagt im Intro, warum ist die Tesla-Aktie denn überhaupt in den letzten Monaten oder man muss schon fast sagen Jahren so doll an der Börse abgestraft worden? Das gucken wir uns jetzt hier einmal an. Der Hauptgrund dafür war, dass Tesla na klar hoch bewertet ist und als Wachstumsaktie gesehen wird. Aber jetzt haben wir tatsächlich gesehen, dass die Aktie, was die Auslieferungszahlen angeht, wirklich Probleme hat. Also es wird wirklich schwer, gerade für Tesla Autos zu verkaufen. Im Q1 2023 wurden noch 422.000 Teslas ausgeliefert. Im Q1 2024 waren es tatsächlich nur noch 386.000 Teslas. Bedeutet, auf Jahressicht hatten wir sogar schrumpfende Zahlen von 8,5%. Das ist natürlich nicht gut für eine Wachstumsaktie. Genau, das ist ein Riesenproblem, weil man hat natürlich riesige Erwartungen an Tesla gehabt in den vergangenen Jahren. Die haben sie auch oft erfüllen können. Deswegen ist die Aktie natürlich auch so massiv gestiegen auf über 400 Dollar. Und dann aufgrund natürlich solcher Zahlen auch, wenn man ehrlich ist, auch zu Recht abgestraft worden. Ja, absolut. Und Tesla wollte da jetzt gegensteuern, damit sie halt wieder Autos verkaufen. Und was macht man da? Man senkt na klar irgendwie die Preise oder man gibt mehr Geld für Marketing aus. Das geht na klar aber auch auf Kosten der Margen. Und das war jetzt tatsächlich auch der Fall bei Tesla. Also Tesla hatte noch vor ein, zwei Jahren deutlich höhere Margen im Autogeschäft, als es jetzt heute der Fall ist. Und das ist na klar auch ein Problem, weil so dann halt, auch wenn man auch die Umsätze stabil hält, trotzdem weniger Geld verdient. Ja, das ist halt grundsätzlich immer das Problem und man muss sich immer überlegen, ob das eigentlich immer eine gute Antwort ist, wenn man die Verkaufszahlen nicht steigen, ob man mit den Preisen zurückgeht, weil genau das, was du gerade sagst, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Margen fallen, was wiederum Druck auf den Aktienkurs bringt, weil das Gewinnverhältnis dann nicht mehr da ist und da hat Tesla sicherlich auch die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Ja. Und dann noch ein weiterer Punkt, was läuft auch nicht gut. Es wurde hoch angekündigt, dass Tesla eine eigene Batterie produziert, die 4680-Batterie. Die gibt es auch, aber die Versprechen waren da viel, viel höher als das, was wir jetzt in der Realität tatsächlich in der Umsetzung sehen. Es scheint wohl viel, viel schwieriger zu sein, in dieses Batteriegeschäft einzusteigen und diese Batterien wirklich kostengünstig zu produzieren. Und auch da waren die Erwartungen halt wirklich enorm groß, weil wenn man in dieses Batteriegeschäft eingestiegen wäre im großen Stil, wäre das sehr positiv für die Aktie gewesen. Wurde dann auch direkt schon eingepreist in die Aktie, weil man Elon Musk da vertraut hat. Und jetzt zeigt sich, ja, das funktioniert auch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Naja, das ist halt immer, wenn man Visionäre hat, die braucht man, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen, um auch innovative Ideen in dem Markt zu platzieren. Nur, man muss natürlich auch immer aufpassen, denn die Realität kommt natürlich auch irgendwann wieder zurück. Und das haben wir ja auch in anderen Bereichen gesehen. Ja, und dann noch wirklich etwas Negatives. Tesla hatte jetzt Schwierigkeiten, Autos zu verkaufen. Und man ist da jetzt gerade auch in so einem Leerlauf. Also bis gestern, muss man sagen, war die Erwartung, dass das neue Tesla-Modell, da ist eins angekündigt für 25.000 US-Dollar und auch ein Robotaxi, was produziert werden soll, dass das in der zweiten Jahreshälfte 2025, vielleicht 2026 in die Produktion geht. Bedeutet, Tesla hätte jetzt quasi gerade kein weiteres Fahrzeug, was sie wirklich an den Markt bringen können. Bedeutet, dass es halt auch ja, schwierig wird, die Auslieferungszahlen deutlich zu erhöhen, ohne so ein kostengünstiges Modell. Und da ist die Zeit, die wir halt aktuell noch überbrücken müssen, schon recht lang. Wir sind jetzt im ersten Quartal, im Wechsel zum zweiten Quartal 2024. Bedeutet, bis wir ja in der zweiten Jahreshälfte 2025 sind, vergeht noch über ein Jahr. Und das wäre na klar fatal für die Aktie, wenn wir bis dahin kein Wachstum sehen in den Auslieferungszahlen. Ja, und man sieht ja, das sind alles Dinge, die natürlich das Ganze unterstreichen, warum es mit Tesla auch in den letzten Monaten eher bergab gegangen ist. Die spannende Frage wird natürlich sein, wie und was ist gestern bei den Earnings rausgekommen, aber trotzdem möchten wir natürlich noch ein, zwei Punkte anführen, warum es auch aus meiner Sicht total berechtigt war, dass die Aktie so massiv eingebrochen ist. Ja. Das ist jetzt auch etwas, was ist ein bisschen neuer, die Nachricht, so circa zwei Wochen alt, 10% der weltweiten Belegschaft von Tesla werden entlassen.
kann man jetzt erstmal negativ sehen oder auch positiv? Wie schätzt du sowas ein? Ja, grundsätzlich sind Börsen eigentlich immer eher begeistert, wenn Mitarbeiter entlassen werden. Und zwar nicht, weil sie sagen, ja, das sind ja nur Kosten. Aber natürlich muss man es immer als von außen sehen, wenn man auf ein Unternehmen draufschaut. Wenn ich 10% der Belegschaft entlasse und ein großer Kostentreiber in jedem Unternehmen sind natürlich die Personalkosten. Allerdings muss man auch sagen, wenn ich 10% weniger Mitarbeiter habe, verkaufe ich im Regelfall auch deutlich weniger. Das wiederum hat Auswirkungen dann auf meine Umsätze und dann am Ende des Tages auch auf den Gewinn. Und dann kommt es immer darauf an, dass man einen guten Mix findet als Unternehmer und die Vision dann entsprechend verkauft. Ja. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr viele Aktionäre stört, ist, dass Elon Musk scheinbar so ein bisschen den Fokus auf Tesla verliert. Warum ist das so? Er hat ja das Unternehmen Twitter übernommen und hat da jetzt X draus gemacht und da ist viel seiner Zeit reingeflossen. Außerdem hat er sich auch in Interviews dazu geäußert, dass er oft depressive Phasen tatsächlich hat und sogar zu Drogen greift, sowas wie Ketamin. Auch das wird na klar nicht positiv von den Aktionären aufgefasst. Also auch das ist so ein Punkt. Er äußert sich auch sehr politisch auf Twitter, ist da den ganzen Tag quasi aktiv und das stört tatsächlich auch sehr viele Aktionäre. Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem, dass er Twitter gekauft hat, sondern tatsächlich, wenn man als Unternehmer grundsätzlich den Fokus auf das verliert, was wirklich wichtig war. Und Tesla stand ja im Prinzip für Elon Musk oder umgekehrt. Ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber noch wichtiger aus meiner Sicht ist einfach, dass es natürlich in den Fahrzeugen, die nicht mit Verbrennermotoren vorangetrieben werden, aus China große Konkurrenz gibt. Ja, allem voran ist da BYD zu nennen. Also BYD ist aktuell der größte Konkurrent von Tesla, produzieren mittlerweile auch echt gute Autos, die wirklich auch eine Konkurrenz darstellen und das auch sehr, sehr günstig. Auch deswegen musste Tesla jetzt ja auch die Preise senken und es ziehen sich ja auch viele aus dem deutschen Markt zum Beispiel ein bisschen zurück gerade. Also die E-Automobilbranche ist da gerade eher in so einem rücklaufenden Trend. Ja, das ist etwas, über das wir auch in den letzten Wochen natürlich sehr viel gesprochen haben. Und wir werden uns natürlich jetzt auch gleich die Dinge anschauen, die für Tesla sprechen, aber grundsätzlich muss man ganz klar sagen, also viele deutsche Automobilhersteller haben jetzt in den letzten Wochen angekündigt, dass sie weiterhin an der Forschung für weitere Verbrenner arbeiten, sogar für Dieselfahrzeuge. Da muss man sich mal überlegen, vor 3, 4, 5 Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass man genau eine gesagt hat, nein, wir trennen uns von dem Ganzen. Und es gibt sogar Automobilhersteller, die zwischenzeitlich angekündigt haben, dass sie sich komplett aus dem Elektromarkt zurückziehen für Elektroautos und lieber die Strafen in Europa bezahlen, als ein E-Auto auf einen Markt zu bringen, wo jedes verkaufte Stück Auto Tausende von Euros kosten, die man einfach nicht hinbekommt, weil die Marge einfach nicht da ist. Oder anders gesagt, mit jedem verkauften Auto verliert manches Unternehmen viele tausend Euro. Wobei man da ja auch wieder sagen muss, das könnte ja langfristig, sollte sich die E-Mobilität durchsetzen, tatsächlich ein Vorteil für Tesla sein, weil sie dann halt einfach wirklich den Kostenvorteil haben, dass sie schon weiter die Produktionszahlen hochfahren können und dann halt auch das immer schwieriger machen, für die anderen Automobilhersteller in den Markt zu kommen. Wie schätzt du das ein? Ja, also man kann immer dieses Für und Wider und wir werden ja auch nachher ein Fazit ziehen. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass sie natürlich sehr viele Jahre mit sehr viel Innovation vorangegangen sind. Viele Automobilkonzerne sind nachgezogen, VW beispielsweise, die haben schon sehr viel Geld jetzt auch in die Hand genommen in den letzten Jahren, aber man merkt natürlich ganz klar, es gibt auch sehr viel Gegenwind, auch die Verbraucher selber, gerade nach der Zurückführung der Steuervorteile, kaufen deutlich, deutlich weniger E-Autos als in der Vergangenheit. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn die Autos als Gebrauchtfahrzeuge auf den Markt kommen, wird es immer schwierig, ein solches Auto zu verkaufen. Ja. Wir sehen, dass große Firmen beispielsweise weggegangen sind, ihre Flotten mit Tesla ausrüsten zu lassen, allen voran beispielsweise SAP. Wir sehen, dass Autovermietungen darauf verzichten, Tesla mit in ihrer Flotte zu haben. Also all diese Dinge sind wirklich nicht positiv. Ja. Und deswegen waren wir natürlich mega überrascht, wie die Earnings dann gestern Abend ausgefallen sind und vor allen Dingen, welche Vision Elon Musk jetzt verkauft. Aber bevor wir dazu kommen, erst einmal ein kleiner Blick gleich natürlich auf den Chart, denn Wachstumsaktie ohne Wachstum darf eigentlich kein besseres KGV haben als eine VW-Aktie. Ja. Und dann reden wir also von 10 oder tiefer. Und die Frage ist ja, ist denn Tesla tatsächlich nur eine Autoaktie oder ist es doch eher eine Softwarefirma? Genau, und da kommen wir jetzt gleich drauf. Vorher werfen wir hier nämlich mal einen Blick noch auf den Chart. Wir haben jetzt über diese ganzen Sachen gesprochen, was halt gerade schlecht läuft und das muss man auch sagen, es läuft gerade auch nicht rund und die Aktie ist halt eben 66% gefallen.
Ja, und das hat einfach einen riesigen Image-Schaden. Das muss man ganz klar sagen, weil die Aktie ist ja, wenn man auf den Chart schaut, von 2020 massiv bis Ende 22 gestiegen von, ich sag mal, $30, $40 auf 400. Eine Verzehnfachung des Aktienkurses. Und wir selber haben ja im Jahr 2021 unfassbar viel Geld mit Tesla auch als Trader verdienen können auf der Long-Seite. Doch seit 2022, da muss man sagen, ist 400 Geschichte gewesen. Ja. Die negativen Nachrichten, die wir auch gerade alle zusammengefügt haben, haben dazu geführt, dass der Kurs von 400 auf 300, auf 200, ja, und im Tief sogar Richtung 100 gelaufen ist. Ja. So, davon haben wir uns jetzt ein bisschen wieder erholt. Man sieht auf dem langfristigen Bild, dass wir einen Abwärtstrend haben. Auch kurzfristig gesehen, seit Herbst letzten Jahres, ging es eigentlich auch nur bergab. Und dadurch, dass ich jetzt auch nicht der größte Freund von Tesla-Fahrzeugen bin, bin ich natürlich in der Argumentation auch immer sehr einfach unterwegs, dass ich sage, okay, man sieht ja ganz klar, hier ist sehr viel Porzellan zerschlagen worden, der Kurs ist gefallen. Doch gestern gab es aus meiner Sicht dann tatsächlich nochmal einen Paukenschlag und das könnte das Ganze tatsächlich in ein anderes Licht ab heute rücken. Ja. Also erstmal muss man sagen, Tesla ist mit sehr, sehr negativen Erwartungen in die Earnings reingegangen. Es gibt Analysten, die sagen, Tesla hatte einen fairen Wert aktuell von $22,86. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr positive Analysten wie Cassie Wood, die Preisziele von $2,000 ausruft. Irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Realität. Aber jetzt gerade, ihr habt es gesehen, es läuft nicht rund und das Sentiment hätte nicht schlechter sein können für die Tesla-Aktie. Jetzt war es gestern nachbörslich soweit und die Bücher wurden geöffnet. Und siehe da, die Erwartungen pro Aktie für die Gewinne lagen tatsächlich bei $51 pro Aktie. Erzielt wurden $0.45 pro Aktie. Also eigentlich wurden die Erwartungen verfehlt. Nichtsdestotrotz, du hast es im Intro schon angesprochen, hat die Tesla-Aktie sehr positiv erstmal darauf reagiert, obwohl wir eigentlich die Ziele verfehlt haben. Ich glaube tatsächlich, dass nämlich doch viele negativer waren als die Analysten. Also bei solchen Earnings per Shares Schätzungen, da werden ja immer die Analysten befragt und dann wird ein Schnitt rausgezogen. Ich habe das Ganze auch im Vorfeld auf in den sozialen Medien verfolgt und es gab sehr, sehr viele, die nicht in diese Auswertung eingeflossen sind, die da tatsächlich viel, viel negativer gestimmt waren. Ich glaube, der Gesamtmarkt war noch negativer gestimmt als die Analysten. Ja, also das ist tatsächlich, kann man daraus schließen, dass man gesehen hat, dass wir gestern ein Gap von über 10% gesehen haben, nachbörslich. Es ist natürlich spannend zu sehen, was dann am Mittwoch dann tatsächlich heute dann passiert. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, wenn die Zahlen so weit verfehlt werden und wir reden davon, dass hier mehr als 10% Verfehlungen vorgelegen haben, bedeutet das normalerweise, dass es hier nochmal richtig, richtig bergab geht. Allerdings gibt es eben auch ein Phänomen, dass wenn sehr viel Negatives eingepreist ist und etwas Negatives kommt, was aber nicht so schlimm ist wie erwartet oder ein positiver Ausblick da ist, dass dann das Ganze tatsächlich beendet werden kann. Das schauen wir uns aber in der Chartanalyse gleich an. Erst einmal schauen wir uns an, was ist bei den Earnings veröffentlicht worden. Genau. Was auch mal wichtig ist, dass man sich einmal anguckt, wie hoch sind denn gerade die Margen für das Automobilgeschäft ohne Förderungen. Und die liegen bei 16,2%. Das ist immer noch recht solide. Also auch da waren die Erwartungen niedriger. Die lagen bei 15,9%. Also da konnte Tesla das tatsächlich noch minimal toppen. Also das wurde sicherlich auch positiv aufgefasst. Aber der größte Punkt, warum es wahrscheinlich auch zu diesem Gap nachbörslich kam, ist, dass Tesla sich nochmal zu dem Produktionsstart von dem $25,000-Modell und auch der Robotaxi-Plattform geäußert hat. Und zwar sieht es jetzt so aus, dass die ersten $25,000-Modelle schon Ende 2024 oder Anfang 2025 produziert werden. Also eben nicht erst 2025 oder 2026. Und das wird sehr, sehr positiv aufgenommen. Ja, nun, das liegt auch auf der Hand, denn dadurch hat Tesla tatsächlich die Möglichkeit, früher genau in diese Lücke hineinzustoßen. Denn es gibt ja, wenn man mal ehrlich ist, die Tesla-Autos wurden im Regelfall erstmal von den Menschen gefahren, denen es wirtschaftlich etwas besser gegangen ist, weil die Autos ja doch recht teuer waren. Und jetzt gehen sie in einen Markt hinein, wo man tatsächlich ja die breite Schicht auch erreicht. Und dadurch versprechen sich natürlich sehr, sehr viel. Und das Thema nicht nur Elektromobilität, sondern tatsächlich auch autonomes Fahren
Kann natürlich ein riesiges Thema werden, wenn es denn von der Masse akzeptiert wird. Ja, da gehen wir gleich auch noch ausführlich drauf ein, weil das ist gerade auch das, was Elon Musk wirklich spielt. Da twittert er fast täglich drüber, weil er da gerade fast all in geht für diesen Bereich autonomes Fahren. Aber erstmal noch ein Einblick in die Earnings. Was darf man, muss man hier auf jeden Fall noch sagen, die Free Cashflow, der Free Cashflow war negativ, sogar auch ordentlich. Über 2 Milliarden hatten wir hier, waren wir im Minus, was den Free Cashflow angeht. Warum? Ja, der Cybertruck wird jetzt ja gerade produziert und das nennt man Ramp-Up-Phase, wenn so ein neues Auto in die Produktion kommt. Das ist immer sehr teuer. Das war ein Faktor, warum die Kosten bei Tesla so hoch waren. Und auf der anderen Seite hat Tesla auch noch massiv die Rechenleistung ausgebaut. Die hat da, haben ordentlich bei Nvidia gekauft. Nvidia-Aktionäre haben sich da gefreut. Tesla-Aktionäre eher weniger, weil das halt eben extrem teuer war. Und diese Kombination hat halt eben dazu geführt, dass Tesla tatsächlich im Free Cashflow negativ war in diesem Quartal. Jetzt habe ich hier nochmal einen Screenshot mitgebracht aus der Präsentation von Tesla, die gestern auch so besprochen wurde. Und das ist jetzt super, super spannend. Du hast es angesprochen, autonomes Fahren ist auf jeden Fall ein Thema. Das muss man sich angucken, wenn man über Tesla spricht, weil Tesla da quasi gerade ja, die Zukunft des Unternehmens drauf aufbauen möchte. Und da, ich beschäftige mich da schon ein bisschen länger mit und verfolge das auch ein bisschen und es sieht da tatsächlich auch immer positiver aus. Also dieses Versprechen, dass autonome Autos kommen, das gibt es schon ganz lange, also schon seit 2019 und Elon Musk war da auch immer sehr, sehr positiv, dass es irgendwie nur noch ein Jahr dauert und dann haben wir die Robotaxis, jetzt sind wir im Jahr 2024 und wir haben sie immer noch nicht, also auch das hat nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Es sieht jetzt gerade aber tatsächlich sehr positiv aus. Warum ist das so? Weil Tesla diese Software komplett auf KI umgemünzt hat. Also das ist jetzt eine hundertprozentige künstliche Intelligenz. Und was braucht Tesla dafür, um diese KI zu trainieren? Sie brauchen extrem viel Daten und extrem viel Rechenleistung. Und der Punkt Daten, das seht ihr hier oben in der Abbildung. Hier seht ihr, wie viele Kilometer aktuell mit der Full Self Driving, also mit der autonomen Software, gefahren wurden. Und das ist tatsächlich in den USA, wurden gerade so 1,2 Milliarden Kilometer schon mit dieser Full Self Driving Software gefahren. Das ist schon eine ganze Menge. Und man sieht hier auch diesen roten Zipfel da oben, dass sich diese Kurve gerade nochmal exponentiell entwickelt. Warum ist das so? Ja, Tesla hat ein gratis Test-Abo-Monat zur Verfügung gestellt. Normalerweise kostet die Software $12.000 im Einmalkauf oder $200, wenn man sie monatlich abonniert. Und Tesla ist jetzt so zuversichtlich, was dieses Thema Full Self Driving angeht, dass sie halt allen Autos in den USA und in Kanada einen kostenlosen Testmonat zur Verfügung gestellt haben. Und da wurden gestern auch Zahlen zu veröffentlicht. Aktuell haben schon 900.000 Teslas in den USA Full Self Driving genutzt. Also das ist auch schon ziemlich spektakulär. Bekommt man hier in Europa gar nicht so mit, weil es diese Software so in Europa halt eben noch nicht gibt. Auf der anderen Seite seht ihr unten, dass auch die Rechenleistung ordentlich gesteigert wurde. Also ihr seht das hier, auch dieser Chart verläuft wirklich schon mehr als exponentiell. Also hier, wie wird das hier gemessen? In H100 Chips, das ist der Chip von Nvidia, der dazu geführt hat, dass Nvidia jetzt auch so explosionsartig gestiegen ist. Und Tesla hat hier ordentlich gekauft. Sie haben jetzt umgerechnet eine Rechenleistung von 37.000 H100 Chips. Und das Spannende ist jetzt, Elon Musk hat sich auch da geäußert und sagt, dass Tesla jetzt das erste Mal in der Geschichte nicht mehr von der Rechenleistung begrenzt ist, sodass sie auch wirklich die ganzen Daten, die von den Autos reinkommen, die gesammelt werden, wirklich auch fürs Training benutzen können. Das ist natürlich ein riesiger Schritt, den Tesla hier vorangeht. Trotzdem stellt sich natürlich immer die Frage, eben auch bei Menschen wie mir, die sehr lange an der Börse sind und eben auf Zahlen, Daten, Fakten schauen, wird das vom Markt auch angenommen? Denn noch ist es ja so, dass natürlich Elon Musk alles dafür tut, die Elektromobilität nach vorne zu bringen, auch das autonome Fahren. Aber der spannende Punkt, wird es bleiben, werden die Menschen das genauso annehmen? In den USA sieht es ja sehr gut aus. Wir haben das gerade gesagt, 900.000 Menschen nutzen auch schon die Software, was natürlich super ist. Aber wir werden uns natürlich jetzt auch gleich mal anschauen, okay, wie kriegen wir die ganzen Dinge zusammen und wie können wir das als Investoren und Trader natürlich auch nutzen? Wie ist die Analyse? Welches Kursziel. Hier an dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis von uns. Wenn euch solche Videos gefallen, dann würden wir uns natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Aber was für uns noch viel, viel wichtiger ist, dass ihr unseren Kanal abonniert. Denn eins ist ganz klar, wer immer informiert ist, rechtzeitig
Direkt nach den Zahlen mit den richtigen Informationen wird langfristig sowohl als Investor und Trader natürlich deutlich bessere Ergebnisse zeigen. Das zeigen unsere Umfragen auch bei unseren Kunden. Und deswegen, wenn ihr immer informiert sein möchtet, was am Markt passiert, sowohl mit dem Wochenausblick als eben auch mit solchen speziellen Themen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Okay, wir machen weiter und gucken uns jetzt einmal an, was sehen denn die Tesla-Bullen? Weil es gibt keine Aktie, das habt ihr schon gesehen, die so gespalten ist. Die einen sagen, die Tesla-Aktie sollte $22 bewertet sein, gerade an der Börse, das wäre der faire Wert. Andere sagen $2,000. Jetzt gucken wir, wir haben uns das ganze Bärische gerade mal angeguckt, was gerade nicht gut läuft. Was sehen denn die Tesla-Bullen für ein Potenzial? Der größte Punkt ist, sie sehen tatsächlich eine Produktionsrate pro Jahr von 20 Millionen Autos ab dem Jahr 2030. Da muss man sagen, das ist wirklich, wenn es so kommt, ist das extrem, weil das hat so noch kein Automobilkonzern auf der Welt geschafft. Ich glaube, in der Spitze lag der Toyota so bei ungefähr 11 Millionen, 12 Millionen Autos im Jahr. Also da wird sich zeigen, ob das dann wirklich so kommt. Wie schätzt du das ein? Also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, ja. Man muss mal sehen, es gibt natürlich sehr, sehr viele Fans von Tesla. Das ist ganz außer Frage. Das ist nichts anderes, als es Fans von Apple gibt, es gibt Fans von Porsche, es gibt Fans von allen möglichen Dingen. Die reichen allerdings nicht aus, um auf solche Höhen zu kommen. Dafür bedarf es tatsächlich, dass man ein Produkt hat, was von vielen Menschen geliebt wird, das vom Preis her passend ist und das auch noch mit optimalen Margen für das Unternehmen, denn ansonsten lässt sich auch ein solches Wachstum nicht finanzieren. Denn wenn ich keine großen Margen habe, dann kann ich ein solches Wachstum überhaupt nicht finanzieren. Das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht nicht unbedingt dafür sprechen. Ich glaube, man muss solche großen Zahlen haben und so große Visionen, damit man als solches Projekt auch vorantreiben kann. Allerdings sehe ich 20 Millionen verkaufte Teslas tatsächlich als nicht realistisch an. Ja, und ich denke, das wird auch nur kommen, wenn wir jetzt auf 2.2 gucken, wenn die Robotaxis kommen. Dann könnte das funktionieren, weil dann Tesla tatsächlich auch eine eigene Flotte starten möchte, so ein bisschen wie Uber vom Geschäftsmodell das Ganze macht. Und da wird sich jetzt halt zeigen, kommt das für die Tesla-Bullen, ist das quasi schon gesetzt. Also die haben das quasi schon in Stein gemeißelt, dass ab 2027 die autonomen Autos fahren. Da wird sich auch erstmal zeigen, ob das wirklich so kommt, weil Elon Musk hat das jetzt schon seit 2020 versprochen und hat immer gesagt, ich sehe es so, dass wir sehr wahrscheinlich Ende des Jahres Full Self Driving schon auf den Straßen haben, kam dann doch nie so wie geplant. Also auch hier wird sich zeigen, ob er diesmal richtig liegt oder eben nicht. Naja, das eine ist, die Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen und auch langfristig autonomes Fahren voranzutreiben. Die Frage ist aber, wollen die Menschen das auch? Ja. Und ich bin ein klarer Bekenner dafür, selber Auto zu fahren, weil ich es gerne mache. Und ich würde auch zumindest nach jetzigem Stand, glaube ich, nicht in ein Taxi einsteigen, wo niemand fährt. So, und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, vor denen Elon Musk steht. Also nicht die Technologie dafür bereitzustellen, sondern tatsächlich auch die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Ja, ich glaube auch, weil das ist ja ein großer, großer Umschwung und Menschen mögen Veränderungen erstmal nicht so gerne. Ich glaube auch, dass das ein paar Jahre dauern kann, bis man sich da wirklich wohl mitfühlt. Also das ist ja mit allen Dingen, wo Veränderungen da sind. Es dauert halt immer oft eine ganze Generation, bis man solche Dinge hinbekommt, die so einschneidend sind. Wir brauchen ja nur in die Vergangenheit zu schauen, wenn es wirklich große Veränderungen gegeben hat. Wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen und das wurde ja schon viele, viele Jahre im Voraus auch angekündigt und trotzdem reden wir immer noch davon, dass es eine Alternative jetzt auch wieder sein kann. Das heißt, diese Übergangsphasen sind super, super schwierig, weil man darf nicht vergessen, selbst wenn es diese Robotaxis gibt und sie kommen auf den Markt, sobald auch die ersten Unfälle damit passieren, wird immer negative Presse kommen und das ist so schwierig, dann darüber hinaus tatsächlich die Leute zu überzeugen, dass natürlich auch ohne solche Dinge wie Robotaxis auch Unfälle passieren, denn Menschen machen auch Unfälle im Straßenverkehr, aber man hängt sich dann natürlich an diesem 1, 2, 3 Unfällen dann häufig auf. Also ich sehe das als sehr, sehr spannend an, hier kann wirklich richtig was passieren, aber ich bin eher noch auf der skeptischen Seite. Aber eins steht fest, Robotaxis muss man als Tesla-Aktionär oder wenn man die Aktie auf der Watchliste haben, mit auf dem Schirm haben. Das wird über den Erfolg von Tesla in den nächsten Jahren auf jeden Fall entscheiden.
Was sehen die Tesla-Bullen auch noch? Tesla produziert ja nicht nur Autos, sie stellen so riesige Energiepakete, riesige Batterien her, die dann von Staaten gekauft werden können. Australien kauft da zum Beispiel, weil die viel Solarenergie benutzen. Das Problem von Solarenergie ist, na klar, dass man in der Nacht nichts produziert. Bedeutet, die Energiekurve verläuft halt irgendwie so, dass man halt tagsüber sehr viel Energie produziert, aber morgens und in der Nacht, na klar, weniger. Bedeutet, die Energie muss halt irgendwo gespeichert werden. Und da hat Tesla halt so eine Lösung geschaffen, dass sie riesige Energiepakete verkaufen. Eine so eine Batterie kostet über 1 Million Dollar tatsächlich. Und Elon Musk hat schon oft gesagt, dass er eine Zukunft sieht, auch bis 2030, dass dieser Energiebereich genauso groß wird wie das Automobilgeschäft. Robotaxis da jetzt mal ausgeklammert. Auch da wird sich zeigen, ob das so kommt. Das Wachstum da ist gerade schneller als im Automobilbereich, also das ist schon so. Elon Musk ist da halt ein Fan von großen Zahlen und da wird sich auch wieder zeigen, ob er seine Versprechen denn so einhalten kann oder nicht. Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, welche Alternativen es auch auf dem Markt gibt. Da muss man auch da immer einen Blick drauf werfen. Ich war noch Ende letzten Jahres und auch Anfang diesen Jahres in Dubai gewesen. Gerade dort, wo es auch sehr, sehr viel Sonne gibt, ähnlich wie in Australien, arbeitet man natürlich auch daran, Speichertechniken zu bekommen für eben Strom. Und das ist eben sehr, sehr spannend, weil sie setzen nicht auf Batterien, was sehr, sehr spannend ist. Und da wird sicherlich zeigen, was setzt sich langfristig tatsächlich durch. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wenn es funktioniert, dann hat Tesla natürlich richtig eine Zukunft. Ja. Wir kommen nochmal zurück auf dieses Thema Full Self Driving, weil da sagt Elon Musk tatsächlich auch, dass er da auch noch ein Lizenzgeschäft draus machen möchte. Bedeutet, dass er diese Software auch an Unternehmen wie Ford, VW und Co. Zur Verfügung stellen möchte. Und das war jetzt auch spannend. Da gab es gestern ein Update aus den Earnings, weil da eine Frage gestellt wurde von den Aktionären. Da hat Elon Musk nämlich gesagt, dass sie aktuell mit einem großen Automobilhersteller über dieses Lizenzierungsgeschäft sprechen. Das wäre na klar super, super positiv für die Aktie. Ja, weil es dann jetzt nicht mehr darum geht, dass es nur noch um den Verkauf von Tesla-Autos oder irgendwas mit Batterien geht. Also er geht jetzt einen Schritt weiter und möchte jetzt ein Massenprodukt eigentlich bringen. Jetzt kann man sagen, Autos sind auch ein Massenprodukt, aber wenn man natürlich Software an die anderen Automobilhersteller verkaufen kann, dann wird man komplett autark. Viele andere werden sich auch überlegen, soll ich jetzt überhaupt noch eine eigene Software in diesem Bereich dann tatsächlich entwickeln? Denn die Entwicklungskosten sind natürlich enorm in diesem Bereich. Aber hier ist natürlich auch die spannende Frage, bekommt er das hin? Sind auch da die großen Automobilkonzerne bereit, tatsächlich Tesla so weit zu unterstützen, diese Software auch zu kaufen, weil das ist ja natürlich auch eine strategische Entscheidung und da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es kommt, dass Ford das erste Unternehmen sein wird, das hat man schon so ein bisschen rausgehört, dass Elon Musk und der Ford-CEO da schon oft im Gespräch drüber waren, auch offen bei Twitter im Austausch, also da wird es mal spannend zu sein, ob sie es dann wirklich angehen oder nicht. Nächster Punkt, ich glaube, das ist wirklich ein Projekt für die Zukunft eher und da wird sich echt zeigen, ob es kommt oder nicht, ist der sogenannte Tesla-Bot, ein humanoider Roboter, der von Tesla produziert wird. Die gibt es auch schon, die ersten, die werden aber, sie sind quasi gerade in so einer Pilotphase. Also sie werden nur bei Tesla benutzt, sind noch kein Produkt, was verkauft wird. Auch da gab es gestern ein Update, da wurde nämlich auch gefragt, ab wann werden denn diese humanoiden Roboter verkauft? Und da war die Aussage, vielleicht schon in dem Jahr 2026. Ja, das erinnert mich eher an Krieg der Sterne, wo man diese Roboter schon vor 30, 40 Jahren gesehen hat. Also mir fällt es sehr, sehr schwer. Tatsächlich, also ich kann mir das vorstellen in Fabriken, wo viele Dinge ja oft als Vorreiter eigentlich auch für den privaten Bereich dann tatsächlich auch entstanden ist, wenn man sich anschaut, dass in großen Lagerhallen, ich sag mal, die ganze Logistik eigentlich funktioniert, ohne dass Menschen daran noch beteiligt sind. Also das, glaube ich, kann sehr, sehr gut funktionieren. Dass ich persönlich jemanden zu Hause habe, das ist in meinem Kopf tatsächlich noch nicht drin. Es sei denn, er ist tatsächlich so freundlich wie beispielsweise R2-D2, dann könnte ich mir das vielleicht doch vorstellen. Ja, aber ihr seht, das ist Zukunftsmusik. Mal gucken, ob das so kommt im Jahr 2026. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das dann auch noch wieder ein paar Jahre nach hinten verschoben wird. Ein weiterer Punkt ist, Tesla ist tatsächlich auch mit in das Computing, also in das Rechenleistungsgeschäft eingestiegen. Man sieht es, auf der einen Seite haben sie massiv bei Nvidia investiert, auf der anderen Seite haben sie auch eigene Chips entwickelt. Das ganze Projekt nennt sich Dojo. Das läuft auch schon, also es gibt tatsächlich schon Tesla-Chips und Tesla benutzt die auch schon, um die KI zu
zu trainieren. Und hier ist ein bisschen die Fantasie, dass man halt quasi in dieses Geschäftsmodell von Nvidia und von Amazon einsteigen kann, dass man quasi, wenn erstmal die Robotaxis fertig trainiert sind, dann hat man sehr, sehr viele Kapazitäten noch offen und dass man diese Kapazitäten halt eben in Form von Cloud Computing zur Verfügung stellt, so wie Amazon Web Services das macht. Und das sehe ich tatsächlich schon ein bisschen realistischer. Ihr habt das eben gesehen, wie viel Rechenleistung Tesla hat. Die investieren weiter, der eigene Chip, der wird schon produziert und irgendwann wird halt Rechenleistung über sein. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Geschäftsmodell, was eher realistischer wird in der nahen Zukunft. Also das sehe ich auf jeden Fall deutlich realistischer als beispielsweise den Tesla-Bot. Ich glaube, da reden wir eher von 10, 20 Jahren, bis sowas tatsächlich kommt. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass KI so schnell kommt. Also von daher lasse ich mich da gerne positiv überraschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Tesla hier tatsächlich da auf die Beine stellt und das es Positive und Negative gibt oder Optimisten und Pessimisten, was das Thema angeht, so wie das bei uns ja auch ist, so sind dann tatsächlich auch die Kursziele der Analysten. Ja, das, wie gesagt, das habe ich auch schon ein paar Mal hier angesprochen. Also es gibt wirklich viele Analysten, die sagen, Tesla ist irgendwo fair bewertet in dem Bereich $20 bis $40. Das wäre wirklich eine kleine Klatsche für alle, die jetzt gerade investiert sind in der Aktie. Auf der anderen Seite gibt es die Bullen, die halt an alles glauben, was Elon Musk sagt. Also dass wir wirklich 20 Millionen Autos Produktionsrate haben, die Robotaxis kommen, der humanoide Roboter kommt. Wenn all dieses kommt, dann gehen da viele Analysten von aus, dass wir tatsächlich irgendwie Preisziele jenseits der $1000 haben. Ganz an der Spitze ist da natürlich auch Cathie Wood, die ist bekannt dafür, dass sie wirklich astronomische Kursziele ausruft. Nicht nur bei Tesla, auch bei anderen Aktien. Also auch da muss man immer ein bisschen aufpassen, ob man dem jetzt Glauben schenken möchte. Sie hat nämlich ein Kursziel im Jahr 2027 von $2000 pro Aktie. Aktuell stehen wir so irgendwie bei $150. Gucken wir uns ja auch gleich nochmal genauer an. Wir schauen uns gleich nochmal an und dann werden wir auch das Fazit dazu machen. Ich kann nur sagen, also ich sehe die Aktie tatsächlich deutlich, deutlich niedriger. Ja. Wo und warum, das schauen wir uns gleich technisch dann noch an. Okay, wir wechseln jetzt in den Chart, wobei eine Sache noch. Auch Elon Musk hat nämlich ein Kursziel rausgegeben, hat er auch schon ein paar Mal jetzt getwittert. Er sieht eine Zukunft, in der Tesla mehr wert ist als Apple und Saudi Aramco zusammen. Auch da muss man wieder sagen, möchte man dem Glauben schenken. Elon Musk äußert sich oft zu irgendwelchen Kursentwicklungen. Gab ja auch eine Zeit, wo er tatsächlich auch Krypto-Coins immer mitgepusht hat. Also da muss man auch sagen, ob man deswegen jetzt eine Investmententscheidung treffen möchte oder nicht, sollte jeder für sich ganz genau überprüfen. Ja, weil es geht eben zu überprüfen, bin ich Investor oder bin ich Trader? Weil der Unterschied ist, als Investor gibt es immer die, die sagen, okay, ich brauche fundamental das, um dann zu sagen, okay, das Geschäftsmodell wird in den nächsten 5 oder 10 Jahren auf jeden Fall weiter so funktionieren oder auch länger. Als Trader interessiert mich eigentlich eher das, was kurzfristig passiert. Und dann gibt es natürlich auch das Zusammenführen von beiden Strategien. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich erstmal auf einen Chart und schauen uns an, wie sieht es denn bei Tesla tatsächlich aus. Ja, ich nehme euch jetzt mal mit auf mein Charting-Tool, wo ich die Analysen auch tagtäglich mache für mein tägliches Trading, aber natürlich auch für unsere Teilnehmer im Mentoring. Und man kann hier ganz gut sehen, oben links, das war das Hoch gewesen, wo man ganz gut sehen kann, Ende 21, Anfang 22, da waren wir bei $400 gewesen. Und dann haben wir einen Absturz gesehen, den ich so selten bei einer Aktie gesehen habe, die vorher eben so massiv gehypt wurde. Das kann man hier ganz gut sehen. Es ging hier richtig, richtig bergab. Das tat schon weh, wenn man sieht, dass es 3/4 des Aktienkurses verloren gegangen ist. Warum das so war, diese Nachrichten haben wir vorhin schon alle besprochen. Wenn wir jetzt mal in die jüngste Vergangenheit gehen, da sehen wir da auch, dass die Aktie sich zwar sehr gut erholt hatte Richtung 300, ist dann aber doch wieder auf dem Weg zur Halbierung gewesen. Das heißt, man sieht hier ganz klar, dass wenn man sich das technisch anschaut, und das ist das, was ich natürlich als Trader mache, ich lasse mich also nicht unbedingt immer davon beeinflussen, welche Nachrichten da sind, denn damit kann ich erstmal kein Geld als Trader verdienen, sondern ich habe hier einfach über viele, viele Monate genutzt, hier eben dieses Chartbild, und das hat eben nicht dafür gesprochen, dass es nach oben geht. Denn eins ist klar, solange ich fallende Hochs habe,
so wie man das hier oben sehen kann. Und gleichzeitig fallende Tiefs macht es halt überhaupt keinen Sinn, irgendwelchen Versprechungen zu glauben, die wir auch in den letzten Monaten immer wieder gehört haben von Elon Musk. So, jetzt ist aber etwas ganz Besonderes passiert. Nämlich, wir haben tatsächlich nachbörslich, obwohl die Zahlen schlechter waren als erwartet, statt 51 Cent Ergebnis 45 Cent, ist der Aktienkurs angesprungen und zwar auf über 160. Das heißt, wir haben jetzt 9.57 Uhr und 15.30 Uhr machen die Börsen heute am Mittwoch auf. Da wird es spannend sein, ob sich der Kurs tatsächlich über 160 festlegt. Denn das würde dafür sprechen, dass wir einen Gap haben von über 10%. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie sieht es als Investor aus und wie sieht es als Trader aus? Als Investor muss ich ganz klar sagen, ist mir das zu viel Fantasie. Darauf würde ich nicht setzen. Was allerdings für mich spannend ist, ist das, was als Trader eben da ist. Und das ist mir eigentlich egal, ob da Fantasie hinter ist oder nicht. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel Geld mit Tesla verdient, mit den Aussagen auch von Elon Musk. Und der spannende Punkt ist, es macht einen Unterschied, ob ich an das Fundamentale glaube oder ob ich das handle, was ich in einem Chart sehe. Und wenn wir hier ein Gap bekommen, dann haben wir natürlich immer noch nicht den Abwärtstrend gebrochen. Allerdings, und das ist eben der spannende Punkt, hier kann man einen guten News Trade wahrscheinlich in den nächsten Wochen aufsetzen. Das heißt, wir können jetzt erstmal von dem positiven Momentum profitieren, solange, und das ist der wichtige Punkt, der Kurs nicht zu einem Gap Close kommt. Das heißt, wenn jetzt der Kurs innerhalb der nächsten Tage wieder sich Richtung 145 nähert, dann ist, glaube ich, die Aussage, auch die ganzen Earnings, alles, was da dranhängt, verpufft. Das sehe ich aber nicht als wahrscheinlich an, sondern ich glaube eher, dass die Tesla-Anhänger tatsächlich die Aktie jetzt nach vorne treiben wollen. Dazu kommt dann noch, dass wir natürlich aufgrund dessen, dass wir hier einen langen Abwärtstrend haben, der jetzt doch schon viele Monate angehalten hat, sehr viele Shortseller auch im Markt sind. Das heißt, die negativen Nachrichten sind eingepreist und ich bin sehr, sehr lange schon an der Börse, mehr als ein Vierteljahrhundert, und ich habe es oft gesehen, dass Aktien massiv verprügelt wurden, auch Adidas beispielsweise oder auch die Deutsche Bank oder auch Commerzbank, TUI und all diese Unternehmen. Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo eine negative Nachricht reinkommt. Das hatten wir bei Tesla gestern gehabt. Und dann gab es ein Gap nach oben und dann ging es wochenlang tatsächlich nach oben. Warum? Weil es eben sehr viele Shortseller im Markt gibt. Es gibt keine Optimisten oder die absoluten Anhänger natürlich von Tesla, die immer gesagt haben, ja, ich habe ja immer gewusst, dass es gut wird. Und das könnte den Markt tatsächlich in den nächsten Wochen richtig nach vorne treiben. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, heute Morgen sofort das Video aufzunehmen und möglichst schnell euch zur Verfügung zu stellen, damit ihr euch als Trader genau darauf einstellen könnt. Denn wenn hier das Gap bestätigt wird, dann werden wir hier in den nächsten Tagen wahrscheinlich eine große Rallye sehen können. Wie gesagt, das Ganze wird verpuffen. Sobald wir ein Gap Close sehen, dann glaube ich, ist das Ganze vorbei. Und Tesla wird tatsächlich ganz, ganz schnell die 100-Dollar-Marke sehen. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, wenn man realistisch rangeht und sieht, dass hier ein kleiner Trend entstehen kann im Chart, und das ist eben sehr wahrscheinlich, dass das tatsächlich kommt, dass der Markt von hier aus dann nach oben geht, dann denke ich, dass wir hier sehr, sehr schnell auf dem Weg Richtung 200 laufen werden. Alleine hier an dieses Hoch einfach mal heranzugehen, 185 oder auch hier an die 200 Tage, das sind aus meiner Sicht erst einmal realistische Ziele, die man als News Trader für sich sehr gut vereinnahmen kann. Denn das einzige Risiko, was man ja hat, ist, dass man ein R-Risiko eingeht als Trader. Aber die Chancen sind sehr, sehr groß, hier einen sehr großen Gewinn in den kommenden Tagen natürlich einfahren zu können. Wir werden uns das Ganze dann natürlich auch bei Rendite Unlimited nochmal am Freitag genauer anschauen. Auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr wissen wollt, wie Trading in der Tiefe funktioniert, wie wir es schaffen, kontinuierlich 1-2% und mehr Performance zu machen, und nicht nur wir, sondern natürlich auch unsere Teilnehmer des 360-Grad-Mentorings, dann solltet ihr auf jeden Fall mit dabei sein, Donnerstag und Freitagabend. Da geht es bei Rendite Unlimited nämlich um das Thema Investieren und Trading und wie man das Ganze professionell umsetzt. Also dein Fazit würde mich jetzt am Ende noch interessieren. Ja, also ich finde, das ist, wie du schon sagst, auch aktuell für Trader eine super spannende Aktie. Also ich werde mir die News auch nochmal ganz genau angucken. Für Investoren, die wirklich überzeugt sind von dem, was Elon Musk sagt, und wer da wirklich dran glaubt, dann kann man überlegen, ob man eine Position eröffnet. Aber wir haben auch sehr viel über die negative Seite gesprochen. Ich glaube, jeder kann sich jetzt nach diesem Video auch eine eigene Meinung bilden. Das war uns auch wichtig. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie seht ihr das? Seid ihr sehr optimistisch oder seid ihr da auch eher bärisch oder seid ihr da irgendwo so im Mittelszenario? Schreibt das unbedingt in die Kommentare. Interessiert mich wirklich sehr, wie ihr die Tesla-Aktie aktuell einschätzt. Ja, also von mir, ihr habt es schon rausgekriegt, ich bin nicht der Bulle für die Tesla-Aktie, schon gar nicht als Investor.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir hier gute Chancen haben auf einen sehr, sehr guten Trade in den nächsten Tagen. Und deswegen werde ich die Aktie auf jeden Fall im Fokus haben und jeden Tag schauen, ob es hier eine gute Möglichkeit für einen tollen News-Trade gibt. Und wenn es hier einen Trade gibt, dann werden wir natürlich auch davon in den kommenden Tagen berichten. Erstmal vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like von euch natürlich sehr freuen. Und bitte, bitte, wenn ihr unser Kanal noch nicht abonniert habt, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr das jetzt nachholt. Denn dann haben wir die Möglichkeit, natürlich regelmäßig auch solche Dinge zu machen, solche Analysen, denn die kosten viel Zeit. Und die hat der Finn investiert gestern Abend noch, als die Zahlen gekommen sind. Und heute Morgen saßen wir schon um 9 Uhr dann im Studio, um es für euch entsprechend aufzubereiten. Also schreibt in die Kommentare, was haltet ihr davon? Möchtet ihr mehr davon sehen? Und wir wünschen euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.